Also ja, wir wollen das nicht so streng anlegen wie ein Kunstgeschichte-Seminar. Ja, der Straßenlärm ist. Also zunächst einmal möchte ich Sie alle herzlich begrüßen im Namen der Gastgeber, nämlich Fritz Steinkellner und Jutta Bichler, bei der Finissage von Gerhard Kaisers Ausstellung Images Never End, bei OA Ausstellungen, vielleicht ganz allgemein zu dem Raum hier. OA Ausstellungen ist eine private Initiative, eben ausgehend von Fritz Steinkellner und seiner Frau Jutta. Es ist an sich das Atelier von Fritz Steinkellner, das er seit vielen Jahren hier hat. Also eigentlich hat er hier zwei Ateliers, also in dem Haus noch ein kleines, in dem er wirklich arbeitet, und das ist eigentlich mehr ein Präsentationsraum natürlich auch für seine Arbeiten, aber nachdem der Raum so schön ist, haben wir nach der ersten Ausstellung, die eben neue Arbeiten von Fritz Steinkellner gezeigt hat, uns entschlossen, hier in regelmäßigen Abständen eben auch andere Künstler einzuladen und diesen Raum zu bespielen. Weil wir eben finden, dass es ein sehr attraktiver Raum ist, der sich gerade auch für Einzelausstellungen sehr gut eignet. Ja, und insofern freut es mich, dass diese zweite Ausstellung hier zustande gekommen ist mit Gerhard Kaiser, den ich natürlich auch ebenfalls herzlich begrüßen darf. Und ja, die Zeit ist schnell vergangen. Wir sind schon am letzten offiziellen Tag der Ausstellung angelangt und haben uns gedacht, wir nutzen diesen Tag, um noch einmal den Künstler einzuladen und ja, über seine Arbeit und über die Ausstellung zu sprechen. Vielleicht noch zum Konzept der Ausstellung vorweg. Es handelt sich eigentlich wirklich um eine retrospektive Werkschau, die Einblick gibt in ungefähr 4 Jahrzehnte von Gerhard Kaisers Schaffen. Und das Ganze ist eben, war die Idee, dass man das als Installation präsentiert, also dass die Werke aus verschiedenen Schaffensphasen ineinander verschränkt sind, was ja auch Gerhards Arbeits- oder Präsentationsweise der letzten Jahre entspricht. Und es beginnt quasi mit den älteren Arbeiten, also links vom Eingang an der linken Wand, wo wirklich die ganz frühen Arbeiten sind, sogar eine Arbeit aus der Diplomarbeit. Und auf der Seite, auf der wir jetzt sitzen, also sind dann die ganz aktuellsten Arbeiten zu sehen. Ja, und da es sich um eine Retrospektive handelt, würde ich gerne mit dir ein bisschen plaudern über deine Arbeit, wie sich das entwickelt hat. Du hast ja, beginnen wir vielleicht mit dieser frühen Arbeit, oder? Okay, ja. Na, weil wir haben ja gesagt, also für mich ist es so, dass sich da wirklich ein roter Faden durchzieht, also was jetzt deine Auseinandersetzung auch mit Bildern betrifft, mit vorgefundenen Bildern, wenn ich das richtig sehe. Und du hast ja in dieser frühen Arbeit, die ist von 1979, ein Röntgenbild integriert. Vielleicht kannst du uns da was dazu erzählen. Also später hast du ja dann mit diesen Gummitüchern oder Drucktüchern aus dem Offset-Druck gearbeitet, ebenfalls an der Wand zu sehen, und mit Repro-Material. Wie bist du zu diesen Materialien gekommen, oder wie ist dein Zugang dazu? Hat dich das interessiert, dass da quasi schon Bilder vorhanden sind? Das einschneidendste Erlebnis oder wahrscheinlich das wichtigste Erlebnis war für mich die Begegnung mit dem Oma-Huber. Ja, der Oma-Huber war ganz einfach der unkomplizierteste und bestinformierteste Meisterklassenleiter seiner Zeit. Es gab ja dann an der Hochschule ziemliche Kasten und Schrullen,
die dieses tradierte System halt so recht und schlecht weitergeschleppt haben. Nur zum Vergleich, wie ich an die Hochschule gekommen bin, gab es eine Druckwerkstätte da drinnen mit ein paar Lithostarner und einer Tiefdruckpresse und das war's. Und der Obo war ein Jahr da und plötzlich stand dort eine Reprokamera, so groß wie ein Traktor und eine kleine Offset-Druckerei und so weiter. Und der Obo hat ganz einfach alles reformiert und geöffnet. Das war unglaublich damals. Und auch den Umgang mit den Studenten. Ja. Also das, ich habe ja ursprünglich nur gezeichnet. Es gibt in meiner frühen Zeit, von meiner Kindheit an bis zum Oberhuber, gibt es stoßweise Zeichnungen. Und diese Öffnung, diese Motivation, er ist mit uns in Ausstellungen gefahren, er hat auch sehr viele Reisen mit den Studenten unternommen und so weiter. Also diese Überleitung zum Material, das waren dann die ersten Experimente in der Oberhuberzeit, wo eben ein Röntgenbild dann möglich war. Ja. Dieses Bild da hinten, die Nähe des Todes, ist ein Zyklus aus dem Blog Georg Drakel, Mysterium einer Leidenschaft. Und es war für mich schon eine seltsame Sache damals oder eine sehr, sehr neue Sache, ein Material einzufügen. Ja. Und das habe ich mit Druckfarben zugespachtelt auf Stoff. So ging es los, ja? So das Material zu spüren, das Material anzuerkennen. Entschuldigung, um welche Zeit war das eigentlich? 75. Also mit dem Eintritt in die, also das Bild war 79, aber mit 75, das war die große Sache, ja. Also dieses Studium bei Oswald Oberhuber war eben sehr prägend für dich, auch dieses, also was bei dir auch ganz stark zu beobachten ist, ist natürlich dieses Prinzip der permanenten Veränderung, das ja Oberhuber auch zur Devise seiner eigenen Arbeit gemacht hat. Das ist ja auch in deiner Arbeit sehr stark spürbar, ja. Weil du einfach mit ganz unterschiedlichen Materialien arbeitest. Da hat der Oberhuber den Weg gespurt oder ausgetreten. Das ist jetzt nicht nur ein Übernehmen vom Meisterklassenleiter, sondern ich bin schon der Meinung, es geht gar nicht anders. Ja? In welcher Zeit leben wir? Wir werden ständig umspült, motiviert, informiert und so weiter. Es würde mich unendlich langweilen, wenn ich nur dieses Spielchen der Wiedererkennbarkeit durchziehen würde. Also das ist nicht meine Sache. Und wie bist du dann, also das, es gibt ja wirklich da einen Schwerpunkt bei diesen frühen Arbeiten, wo du dich mit diesen Materialien auseinandersetzt, die eben für die Bildreproduktion verwendet werden, also diese Offset-Drucktücher, die Reprofolien, dieses gefundene Material, das ja eigentlich alles schon visuelle Informationen beinhaltet, das eingeschrieben ist. War das? Naja, ursprünglich, also der Ansatz in diesen Arbeiten war ursprünglich, diese Bilderflut, diesen Bilddruck zu beruhigen. Ich habe da auch drüber gearbeitet, mit Dusche, habe einfach Dusche drüber gespült, um diese Streifbilder, Bildfetzen ruhig zu stellen. Ja. Das Ganze hat sich aber dann wieder gewendet. Ich habe dann auch versucht, diesen Druck noch zu steigern. Ja. Und das ist ein Wechselspiel, das ich bis heute so erhalten hat. Also die Beruhigung findet im Moment nicht statt, was von großer Notwendigkeit wäre, weil einfach der Druck sehr, sehr groß ist. Aber im Moment versuche ich noch mit dem Wind zu segeln. Ja. Wieso? Wie meinst du das genau, den Druck? Naja, der Druck ist unerträglich, weil so viel im Raum steht und du kennst meine Archive und die Archive füllen sich und sie füllen sich täglich, auch jetzt beim Herfahren und auch wieder beim Wegfahren füllen sich meine Bildarchive und aus diesem Archiv versuche ich eine Schnittstelle zu finden, um wieder
um wieder ein Bild zu finden, ja, aus diesem Druck heraus ein Bild zu finden, mit sehr, sehr vielen Anschlussmöglichkeiten. Ich leide darunter, ein begrenztes Bild zu machen. Und aus diesem Grund ist auch diese Ausstellung so entstanden. Ja. Es ist ja, letztlich ist alles offen da drin. Das heißt, in den letzten Jahren hast du eben zusätzlich zu deinen analogen Archiven ein digitales Archiv angelegt, das heißt, du sammelst gewaltig, ja, Bilder, du scannst Bilder, du scannst eigene Werke, Texte und verwendest diese Dinge wieder als Material, also um neue Bilder zu produzieren. Ja, ich verwende auch abgelegtes Material, ich verwende auch sogenannte fertige Bilder, die hier hängen zum Beispiel, können zur Wiederverarbeitung herangezogen werden, wenn ich sie brauche. Das heißt, du nimmst ja direkt Bezug auf diese Bilderflut, die uns alle ja umgibt, indem du eigentlich ihr das dann weiterführst, weil ja diese Bilder, also deine Bilder, die du erzeugst, ja wiederum ein Kontinuum bilden. Also die hängen ja auch, also es gibt sehr viele Verweise zwischen den einzelnen Arbeiten, zwischen einzelnen Motiven, weil es gibt ja Motive, die immer wieder vorkommen in verschiedenen Arbeiten, auch auf verschiedenen Materialien. Das ist dann eine, also für dich eine, wie soll ich sagen, Beruhigung auch in dem Sinne, dass es einmal quasi festgehalten ist. Es ist sowas wie ein Still, ja? Ja. Und sitzt aber nicht still, weil ich es wieder verwerte. Ja, es ist nicht abgeschlossen. Nie? Ja. Was? Ja. Es ist nie abgeschlossen. Geht nicht. Geht nicht. Das ist auch mein Problem. Ja. Ich versuche aber immer wieder Rahmen zu schaffen, wo es dann vielleicht leichter ist, hier zuzuschlagen. Ja. Das heißt, du überarbeitest auch wieder schon fertige Werke? Ja, wie zum Beispiel. Ja. Ja. Also die Art und Weise, wie du die Arbeiten präsentierst, ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass es eben einfach verschiedene Konstellationen gibt. Also das manifestiert sich eben heute in der Form, dass die Bilder so arrangiert werden kann, aber eben zu einem anderen Zeitpunkt im Rahmen einer anderen Ausstellung auch eine völlig andere Konstellation ja, eigentlich sein. Das bezieht sich aber das, was du jetzt gesagt hast, bezieht sich hauptsächlich auf die, nicht jetzt auf die Retrospektive da hinten, also das ist meine ich, ja. Ja, und es geht auch nicht nur um das Bild an der Wand sozusagen, um das Zweidimensionale, sondern auch um das, um die Objekte, die man da drüben auch... Ja, die hängen halt zufällig an der Wand, sie könnten auch am Boden liegen. Ja. Ja. Umgekehrt geht es nicht, oder? Wenn du so am Boden liegt, kann nicht an der Wand hängen. Alles möglich. Eigentlich schon, ja. Ging aber auch. Doch auch. Alles ist möglich. Ja. Das ist eine Reaktion auf den Raum eigentlich, nicht sehr stark. Ja, aber auch eine Reaktion auf diesen durch und durch zu Tode gekauten oder vermarkteten Bildbegriff, den ich schon immer aushalte. Ja? Und das ist eigentlich das hat bei mir eigentlich die oberste Priorität. Ja, in diesem. Was meinst du jetzt genau mit diesem Bildbegriff? Weil das naja, so abgeschlossen ist normalerweise, oder? Ob das Bild jetzt hängt oder liegt oder steht oder was auch immer, ist wurscht. Ja? Mir ist es auch egal, wie ich zum Bild komme. Ja? Ich bin sowas wie ein Bildräuber. Aber was ich in erster Linie sagen wollte, dieser Bildbegriff, der von Künstlern und vor allem von Galerien und vom Markt gefordert wird, dass diese himmelhoch jauchzende Wiedererkennbarkeit, diese geforderte Wiedererkennbarkeit, sonst können sie sich ja nicht verkaufen. Ja? Das ist der Markt. Genau, sage ich ja. Und das ist das, was mir sehr im Magen liegt und wovon ich mich aufs Schärfste distanzieren möchte. Ja?
Also deswegen, mir hat einmal ein Sammler gesagt, ich bin nicht vermittelbar. Ja? Das ist zum einen eine Auszeichnung, zum anderen ist es schmerzlich. Ja? Nicht vermittelbar, weil dieser Wiedererkennungswert fehlt bei deiner Arbeit. Ja, freilich. Also der Sammler will ja sehen. Genau, na, freilich. Ja. Er will das Logo sehen. Ja. Was mir noch... Aber wie gesagt, bei Bildern, wenn man sie auf den Boden legt, das ist, hat für mich was Aktionistisches, aber sie sollen natürlich auch gut sichtbar werden, ja. Sichtbar sein. Ich bin aber gerade dabei. Und es ist halt die Wand dabei. Ja, die sind noch nicht da. Ich bin aber gerade dabei, solche flachliegende Flachware zu bearbeiten. Ja. Also spezifisch für den Boden, sozusagen. Wie? Also spezifisch für den Boden, Bilder für den Boden. Naja, Boden, ja. Bilder, die sich überall Bilder, die sich überall bewegen können. Ja. Oder Bildobjekte, oder ich weiß nicht, vielleicht finde ich einmal einen guten Namen für diese Zwitterei. Ja. Naja, es zwängt sich ja immer das Problem der Sichtbarkeit dazwischen. Also es soll ja auch gut sichtbar sein, erkennbar sein, was drauf ist und im Kontext gut sichtbar sein. Mhm. Wobei also, das ist ein gutes Stichwort, das Thema Sichtbarkeit, weil bei dir ist es ja, finde ich, auch eine ganz starke Motivation, diese Bilder eigentlich immer wieder zu verbergen durch verschiedene Eingriffe, finde ich. Also die Bilder, die du verwendest sozusagen, also die sozusagen das Ausgangsmaterial sind für deine Arbeiten, sind ja nicht mehr lesbar in dem Sinn. Also die werden verborgen oder fragmentiert. Durch die Überarbeitung. Ja, genau. Die ganz verschieden sein kann. Also entweder durch dieses reine Sampling am Computer eben mit diesen digitalen Funktionen. Ja, verstehe. Ja. Oder eben durch wirklich materielle Eingriffe, eben dass unter Lackschichten verborgen sind oder Plastikfolien. Ja, durch Überlagerungen, ja. Ja. Weil du mich vorhin angesprochen hast, bezüglich der liegenden Bilder. Ja. Es ist da hinten eine Bodenplatte mit Epoxy und daneben lehnt die Glasplatte, ja, auf der rechten Seite. Ja. Das ist schon so ein Versuch des Überlaufs. Ja. Aber daraus ergibt sich jetzt, und das heißt in Konstruktion und in Fertigung, eben diese Bodenkonstruktion. Ja. Für mich hat das schon eine skulpturale Qualität. Also weniger. Bildhafte, sondern was Skulptur. Okay, ja, aber es ist. Ja, aber das kommt ja mir, das suche ich ja. Ja. Weg vom guten alten Tafelbild, sondern einfach, ich habe nichts gegen das Tafelbild, aber dieses Durchsetzen. Ja, aber da haben wir doch zwei Wunder. Ja, die passieren halt immer wieder. Ja. 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 Ja, freilich. Und die Abgrenzung hat der liebe Fritz mir gebaut und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Also das Lustige ist ja, dass dieser, also bevor sozusagen Fritz Steinkenner das als Atelier übernommen hat, ja, hier war eine Druckerei drinnen und auf der Fläche, auf dieser grauen, stand eben diese kleine Offset-Maschine. Offset-Maschine, deswegen ist der Boden anders fertig. Hat hauptsächlich Hochzeitsanzeigen gedruckt. Und hauptsächlich, also früher war es eine Konsumfiliale auch, gell? Ja, ganz früh, angeblich, in den 30er Jahren. Das war der erste Konsum, hat man mir erzählt. Ja, Stichwort große Räume, gell, Gerhard? Du hast, dein eigenes Atelier ist ja riesengroß. Ist auch so ein Glücksgriff. Ich bin schon 27 Jahre drinnen, in einem ehemaligen Verwaltungsgebäude eines metallverarbeitenden Betriebs. Und ich zahle dort die Miete mit Bildern und habe dort das ganze Obergeschoss, das sind ungefähr 300 Quadratmeter. Und dann die,
die Wärme kriege ich auch noch umsonst. Das ist, wird beheizt von der Abwärme der Metallschmelze. Das haben sonst nur ja Chemieprofessoren. Ja. Gratis Wärme im Winter. Ich bin mir sehr geschmeichelt, ja. Ja, und mittlerweile 27 Jahre bin ich da drinnen und fühle mich sehr wohl und die sind auch sehr fürsorglich und habe gar nicht gewusst, vor ein paar Jahren sollte ich ausziehen. Da hat die Firmenetage da gewechselt und ja, Künstler und wissen wir nicht, kennen wir nicht und weg damit und so. Und ich habe nicht gewusst, dass ich da drinnen eine Lobby habe. Und die haben sich wirklich für mich eingesetzt, so, weil ich war schon auf Suche nach Alternativen. Und diese Größe konnte man sowieso nicht leisten. Und die haben das dann durchgeboxt für mich. Da war ich, hat mich sehr gefreut. Und das ist natürlich die, ich kann dort ordnen, ich kann dort meine Sachen immer anschauen, im Vorbeigehen, begrüßen, kommunizieren und so weiter. Das ist ein enormer Vorteil für die Arbeit. Wirklich. Ich glaube, das ist auch ganz wesentlich für deine Arbeitsweise, oder? Ja, ja. Dass diese Werke ständig präsent sind und aus dem ergibt sich ja immer wieder dieses Anknüpfen an früheren Dingen. Das passiert ja auch, oder? Also ja. Es ist nicht so, dass alles frei herumsteht. Ich habe ja dort Unmengen an Möbeln geschenkt gekriegt und da kann ich diese kleinteiligen Objekte da hinten, die kann ich ganz toll dort archivieren und wegsperren in Kästen. Aber im Großen und Ganzen so die letzten 10 Jahre und so, die sind um mich herum. Ja. Jetzt bin ich gerade dabei, den Gang zu erobern. Also unten habe ich einen Raum erobert, einen Präsentationsraum, so einen Fotografieraum, um die Sachen eben zu fotografieren. Das ist wirklich ein alter Industriebetrieb. 1972 sind die letzten dort ausgezogen, wo ich drinnen bin. Und das sieht man auch, die Spuren. Aber ich fühle mich wohl. Und was magst du im Gang, Gerhard? Wie? Was magst du im Gang? Naja, die Räume füllen sich und am Gang tue ich jetzt hauptsächlich schon arbeiten. Ja. Der Gang ist ja groß und einladend und jetzt muss ich unten schauen, dass ich da irgendwas, eine Absperrung hinkriege, so einen Stiegenaufgang. Also deponieren? Ja. Ja, je mehr Platz, desto mehr Werke und desto mehr Ausbreitung. Ja, und meine Sesselsammlung wächst und. Aber du kannst dich auch von deinen Werken trennen. Ja. Also du verkaufst auch Werke. Ja, gelegentlich passiert auch das. Ja. Ja. Das hast du ja nicht willst, oder? Bitte? Was du ja gar nicht willst. Ja. Durchschauen. Ja. Hat schon gegeben, ja. Es war was in Kanada, war man vor 2 Jahren und in Ungarn. Und Kanada, Ungarn, gab in Deutschland, glaube ich, in Köln war mal was. Ja, ja und so halt. Ja. Aber nicht sehr viel. Aber aktuell bist du in, oder ist die Ausstellung schon zu Ende, in Wels? Ja, es gibt eine Parallelausstellung im Kulturforum Wels. Da läuft gerade, aber die läuft am Samstag aus. Das ist eine Ausstellung mit Manfred Wackolwinger, Josef Trattner und Clemens Fürtler und so weiter. Und Leopold Kugler ist auch dabei. Ich hätte eine Frage zu dem Gang in diesem Gebäude oder zu den Menschen in diesem Gebäude. Ja. Treten die dadurch, dass sie dort sind, mit ihnen in Kontakt und sie können mit diesen Mitarbeitern oder diesen Leute, die dort arbeiten, nein, so ist es nicht. Das ist, ich bin dort das alleine ist und im Untergeschoss ist sowas wie ein firmeninterner Sportverein. Denen begegne ich manchmal, aber ich bin oben, die sind unten. Wir müssen manchmal konferieren, wenn die Heizung ausfällt oder sonst irgendwas, da müssen wir was auf die Füße stellen. Aber ansonsten mit dem Verwaltungsgebäude hinten bin ich schon sehr vernetzt. Aber nicht im künstlerischen Austausch, sondern nur im Organisatoren. Naja, sie haben einmal gebraucht, ein Layout für eine Festschrift oder so, da kommen sie zu mir und so. Das mache ich auch gerne. Sie haben vorher auch gesprochen über die Wiedererkennbarkeit und Ihre Abneigung dagegen. Also in diesem
Setting des Kunstbetriebes, also so wiedererkannt zu werden oder eingeordnet oder schubladisiert zu werden, ist das eine Ihrer Motivationen? Und wenn, haben Sie noch... Nein, es ist erstens mal eine Allergie. Und vielleicht ist es auch gar keine Allergie. Ich kann nicht anders. Es wird langweilig sonst. Und ich, das ja, aber es gibt ja dann auch Kenner, die sagen, das ist der Kaiser. Ja. Oder? Ja, so einen Kaiser kennt man auch. Ja. Ach so? Na schon. Man erkennt mich nur, wieder. Nur bei der Sonne, wie ist es ist. Kann ich noch werden. Ja, an Faden. Es steht einfach so ein, ja. Also es sind Fragmente vielleicht, die immer wieder auftauchen. Und ist dann so eine Wiedererkennung. Es ist schwierig, sich so dagegen zu stellen, weil natürlich innerhalb des ganzen künstlerischen Prozesses das, glaube ich, dann einfach da ist, ja, wenn man so lange sich mit einem Thema beschäftigt. Auch wenn es jetzt optisch oder wie sagt man, formal. Ich sage ja auch nicht, dass es nicht passiert. Ich kann mir nicht wehren dagegen. Nein, ja. Aber die Absicht. Die Absicht ist da. Ja? Und die Not, ja, sich abzugrenzen von dem. Ja. Aber ich glaube, der Wiedererkennungswert bei deiner Arbeit ist eher auf einer inhaltlichen Ebene, also als auf einer formalen Ebene. Also es gibt nicht diese formale Wiedererkennbarkeit wie bei so manchen anderen Künstlern, also wo man einfach weiß, okay, das ist diese Technik oder dieses Material, vielleicht mit dem assoziiere ich jetzt. Vielleicht muss ich was richtig stellen. Ja? Wir reden da von Blöcken, von, das ist natürlich, so schnell geht es bei mir auch nicht. Ja? Das ist natürlich innerhalb dieses Blocks und das, was zu Hause steht, das ist natürlich, da ist eine gewisse Wiedererkennbarkeit gegeben. Ja? Aber ich schlupfe auch immer wieder da raus. Ja? Es geht nur nicht von... Ich kann es nicht sofort abstreifen. Ja? Es ist ja ein schlechtes, die Wiedererkennbarkeit. Du beziehst dich auf den Markt. Ja. Das heißt, die Wiederholbarkeit der Arbeit für den Markt, meinst du, oder? Ja. Also, nur das die Galeristen dann vor der Tür stehen, Schlange stehen ja. und sagen, na, hast du noch sowas, was wir jetzt bereits verkauft haben. Ne? Ja, aber es ist schon sehr, sehr nicht zum Prinzip. Sondern 10 Stück. Aber es ist schon sehr zum Prinzip erhoben worden. Ja? Die geforderte Wiedererkennbarkeit. Ist ja auch jetzt, geht es in die Galerien. Sicher, ja. Zum Kopf. Aber es gibt dazwischen ja, was man hier in der Ausstellung jetzt nicht sieht, Phasen, in denen du wirklich auch wieder der Malerei dich widmest. Oder, ich weiß also, nicht, ob ich die letzte auch Phase hier, war vor, ich würde das nicht als Malerei bezeichnen, das ist eine Streicherei. Ja? Na, aber ich meine, Streiche, Lasur. Also wo du mit diesen Schablonen und so weiter Ach so, gearbeitet hast. Ja, das glaube ich, das ist abgehakt. Ja. Das war eine Zwischenphase sozusagen. Ja, hat eh 7 Jahre dauert oder was. Ja, ja, aber vom, also meiner Meinung nach vom Inhaltlichen gibt es ja da trotzdem einen Bezug. Oder? Hat man ja auch den Eindruck, dass da sozusagen irgendwelche verborgenen Bilder unter einer Struktur liegen. Ja. Ja. Aber Entschuldigung, warum verwehrst du dich der Malerei? Ich verwehre mich nicht. Ich stelle nur fest. Streicherei. Nein, ich verwehre mich nicht. Es ist nur eine Feststellung. Ja, Malerei definiere ich für mich als etwas anderes. Ja, ich gehe hier mit dem digitalen Material und mit Lasuren und mit zarten oder aggressiven Farbschichten, ja, die in keinster Weise aggressiv, expressiv oder was auch immer jetzt aufgetragen sind. Ja. Das ist ein Beiwerk, ein streichendes. Also dir geht es nicht um die malerische Handschrift oder so? Überhaupt nicht. Eben. Du versuchst keinen Duktus. Ja, eine Schicht. Ja, also für diese verschiedenen Medien einfach, oder die Malerei ist halt da ein Medium unter anderen halt, ne? Ein, das du genauso ein, verwendest ein, wie, ein Pünktchen, ja. Wie Fotografie oder, ja. Oder den Scanner. Ja.
Ja. Haben Sie eigentlich irgendeinen Auftrag für uns als Betrachter? Weil für mich ist das sehr inspirierend. Also diese Objekte, die sind so inspirierend. Ich würde mir auf meinem Arbeitsplatz mehr so Objekte, die mich von meinem arbeitlichen Denken ablenken, wieder ins Kreative holen und den Weg wieder zurück. Haben Sie da irgendein Bedürfnis, uns auch etwas mitzugeben? Nein. Sagen Sie das. Naja, ich. Das macht nichts. Kann ich das konkret, ein bisschen konkreter hören? Das würde mich interessieren. Wie. Ja, also, wenn ich da hinten liege, diese Glasplatte am Boden, das war das Erste, wo ich gesagt habe, das würde mich interessieren, das hätte ich gerne am Arbeitsplatz. Mhm. Da sind ganz einfach am Boden so Leisten eingebaut und das würde mich dann wieder aus unserem schnellen Leben in dieser computerisierten Welt, wo man nur am Computer sitzt und ins Kasten schaut, das würde mich herausholen und dann. Da kommen wir wieder auf den Boden sozusagen. Diese Kreativität, ich erlebe ja Kreativität als etwas, was zum täglichen Leben eigentlich dazugehören würde. Und also deswegen habe ich ja gefragt wegen der Mitarbeiter, kommen da Mitarbeiter in Kontakt? Weil das würde ja für mich eine Entwicklung bedeuten. Ich könnte mich dadurch entwickeln, im Alltag. Also niederschwellige Kunst. Naja, um nur auf das Vorige zurückzukommen, ja? Das hat schon gegeben, ja. Mir hat ein junger Mitarbeiter aus der Führungsriege, hat mir damals ja den Platz gerettet und der hat sich zu mir ins Atelier gesetzt und hat gemeint, also hier kann man so schön entschleunigen. Ja, es ist wirklich, da oben ist es mucksmäuschenstill. Ja. Obwohl LKWs manchmal draußen vorbeidonnen, aber das kriege ich so nicht mit. Und der kommt gelegentlich sitzen. Ja, das ist Der hat auch was Tolles entwickelt. Der hat einen Magnetteil einer Eisenbahnweiche entwickelt. Eine Eisenbahnweiche sauft im Jahr 100 Liter Öl. Und der hat einen Teil entwickelt, also hat das forciert, er selber hat das nicht entwickelt. Der erspart der Weiche das Öl. Ja? Und das ist ja ein Hammer. Ja? Und der ist aber dann in weiterer Folge gekommen. Und hat sich ein paar Leinwände mitgenommen und hat da herumgespielt, ja, herumgemalt. Ja. Die hängen jetzt in seinem Büro. Ja. Aber das ist sehr, sehr, die arbeiten in Schichten, die hetzen schon sehr durchs Leben. Ja. Du würdest ihnen abgeben, jetzt nicht anders wahrscheinlich. Dieses Bewusstsein entsteht ja. Vielleicht dann. Da ist einer drin, der macht dir, was wir nicht verstehen. Ja, ja, sie dann auch manchmal, ist eh gut, ja. Sie gehen auch manchmal ein bisschen hausieren. Ja. Servus. Ja. Ja. Bist du? So, dann auf zum Café. Das Buffet ist eröffnet. Selber machen.